Abend. Wie der Lars ja schon ziemlich eindrücklich uns vorhin gemacht hat, sind wir Christen uns nicht immer ganz einig gewesen. Das ist immer schon so gewesen. Lauter? Okay. Und? Höher? So, besser? Ja, und einen, den es auch tierisch genervt hat, war Kaiser Konstantin. Und deswegen hat er, um die Einheit herzustellen, in seinem das ist der alte Witz der Technik, hat er das Konzil von Nicea einberufen, 325. Und zufällig habe ich in der Vorbereitung hierauf geheime Akten gefunden, die ganz neue Einblicke geben in die Zeit des Konzils. Aus dem Tagebuch eines Kammerdieners Kaiser Konstantins, 24. Juli 325. Die einzelnen Episoden tragen Titel. Diese heißt: Wie war dein Tag, Schatz? Oder der feministische Einfluss auf die Einheit der Christen. Wie war dein Tag, Schatz? Fragt sie, die Frau von Kaiser Konstantin, als er am vorletzten Tag des Konzils sein Gemach betritt, wohl in der Hoffnung auf einen Ritt. Und weil er nicht mit der Tür ins Haus fallen will, säuselt er sanft: Danke, Schatz, gut. Wir sind ganz nah dran. Ich denke, in wenigen Tagen können wir ganz genau sagen, ob Jesus Gott war oder ist. Damit, denkt er, ist sein Weib im Geiste befriedigt und wünscht nun ebenso wie er, nun ja, es kommt anders. Sie wollen zwar beide die Einheit in Zweiheit, aber irgendwie anders. Naja, er will sich in Zweisamkeit einen, weil er im Trubel der Fragen, der Vielheit über die Dreiheit in der Einheit Gottes über den Tag in Einsamkeit geraten ist. Und sie, auch sie will sich in Zweisamkeit einen, allerdings anders. Anstatt also ihre Toga zu heben, bleibt sie am Thema mit der Einheit kleben. Sie will wissen, was die Parteien sagen, die hier nebenan mit ihrem Mann beim Konzil tagen. Und weil er weiß, dass ihre Fragen nach der Einheit den Eingang zur Vereinigung ihrer Zweiheit deutlich blockiert, flüstert er sich auf wie ein Gockel und sagt: Die einen sagen das eine, die anderen sagen das andere und die dazwischen sagen das dazwischen. Erledigt, denkt er und macht sich schon mal frei, aber sie ist da leider nicht dabei, sondern sagt: Moment mal! Denn sie wittert die Fährte. Wenn du so bist, Hase, dann willst du das eine und redest vom anderen. Nein, überhaupt nicht, sagt er und klemmt sich ganz ungünstig sein. Ach, sagt er verärgert, du wolltest doch wissen, was die Parteien sagen, die im Übrigen aus gutem Grund hier nebenan ohne Frauen tagen. Hase, nein, wirst du wohl nicht beleidigt sein, sagt sie total schrill. Und ohne dass er es will, muss der Kaiser lachen. Und da sein allerwertester Freund sowieso schmerzt von der Klemmung, sagt er: Okay, du hast mich ertappt. Ich habe es nicht begriffen. Ist Gott nun eins oder drei oder beides? Um ehrlich zu sein, habe ich den ganzen Tag so getan, als wäre ich an beiden Seiten dran. Damit endlich Ruhe ist im Reich. Der Rest ist mir leider irgendwie gleich. So, mein lieber Mann, wirst du den Streit nicht beenden. Wenn die, die eigentlich eines Glaubens sind, schon die Fronten nicht klären, brauchen sie einen Bären, der ihnen zeigt, wo der Honigkopf steht. Und dir, Bärchen, wird so niemand zum Honigtopf folgen. Also, sagt sie, soweit ich das verstanden habe, wie kannst du das verstanden haben, unterbricht er sie je, wenn zwischen dem Konzil, wo wir tagen, und dir hier im Palast, sag mal, warst du dabei? Hast dich hineingeschlichen? Nein, erwidert sie, das kann man nicht direkt sagen. Ich habe mich verkleidet und bin direkt neben dir hineingelaufen ins Gewirr. Nach einer Schrecksekunde findet er Gefallen an ihrem Unterfangen und küsst sie freudig auf die Wangen. Wenn du dabei warst, hat's immerhin einer verstanden. Sie lächelt nur müde und fasst für ihn zusammen. Also, da sind die einen, die sagen, dass Gott Gott ist und Jesus sein Sohn, aber selbst nicht Gott, sondern ein besonders guter Mensch. Und da sind die anderen, die sagen, dass Gott und Jesus eins sind, also beide Gott, aber nicht zwei Götter, sondern ein Gott, der in sich doch unterscheidet. Wie soll das gehen? Fragt der Kaiser die Frau. Naja, es ist wie mit einem Cheeseburger.
Ja, das hat der Kaiser auch geguckt in etwa. Na, das Brötchen, sagt sie, ist Cheeseburger. Das Fleisch ist Cheeseburger, der Käse ist Cheeseburger, aber das Brötchen ist nicht Käse, das Brötchen ist auch nicht Fleisch. Das Fleisch ist nicht Käse und auch nicht Brötchen und der Käse ist nicht Brötchen und auch nicht Fleisch. Was ist ein Cheeseburger? Da springt sie von ihrem Kissen in die Luft mit den Armen und schreit, das sprengt nun wirklich den Rahmen. Schon gut, hör doch auf mit der Wut, sagt er. Der Streit ist also, ist Jesus ganz Mensch oder ist er ganz Gott? Wie ist nun die Antwort? Antworten, sagt sie, gibt es natürlich viele. Aber wenn du mich fragst, mit welchen Gedanken ich spiele, er ist beides ganz. Mensch ganz, Gott ganz. Entschuldige, Schatz, aber das ist paradox. Wie kann einer ganz das eine und ganz das andere sein? Genauer, wie kann ein Gott dreieinig sein? Auch du, mein Lieber, bist einer und doch viele. Ist Vater ganz zugleich ganz Sohn, ist Herrscher ganz und Ehemann. Unterschiedlich zeigst du dich und bist doch immer du. Kannst du das erklären? Er schüttelt den Kopf. Es ist paradox, da hast du recht. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie es sich tatsächlich vollzieht, bleibt das Geheimnis des Glaubens, das man eben nicht sieht. Okay, Süße, bevor du jetzt anfängst zu predigen, ich werde die richtige Deutung morgen bestimmen und so die Einheit gewinnen. Jetzt will die Frau des Kaisers die Einheit. Sie hebt also ihre Toga und dreht sich um. Aber der Kaiser bleibt leider stumm. Danke.